Bei herrlichem Sonnenschein hier in Worms blüht auf, begrüße ich Sie, liebe Zuschauer. An meiner Seite steht die Frau Deibert von der Lebenshilfe. Und natürlich ist der Stand wieder wunderschön aufgebaut. Wie viel Zeit ist da vergangen, bis Sie das alles aufgebaut haben? Dieses Jahr waren wir relativ schnell, also innerhalb von 2 Stunden war der Stand aufgebaut. Morgens dekorieren dauert auch 1 bis 2 Stunden, aber wir haben es ja gerne gemacht. Bei dem schönen Wetter muss man das ja genießen. Und die Leute sind froh, wenn sie ein bisschen Blumen mit nach Hause nehmen können und auch mal wieder raus an die Sonne dürfen. Man sieht es ja heute, es ist schön voll. Ja, Sie haben da auch so schöne Hasen aufgebaut. Sind die von Ihrer Werkstatt? Ja, die sind von unseren Schreinern gewerkelt, in verschiedenen Größen und Varianten, auch im Zelt als kleines Mitbringsel für auf den Tisch. Wir haben jetzt neue bunte Nudeln im Sortiment, Spirelli, die kann man vielleicht mal probieren kommen. Ja. Man findet sie aber nicht nur hier bei Worms blüht auf, sondern sie haben ja auch ihren eigenen Hofladen. Ja, in der Pippinstraße in Hochheim, in der 4a, mit Parkplätzen vor der Tür. Also wir würden uns über einen Besuch sehr freuen. Also grundsätzlich, das Rathaus der Lebenshilfe ist ein fester Bestandteil der Lebenshilfe. Wir bieten zum einen Reparaturen, Inspektionen sowie auch den Erwerb von Neurädern an. Hauptsächlich ist es so, unsere Werkstatt ist besetzt mit Beschäftigten, die die Fahrräder reparieren und auch dementsprechend kontrollieren können. Und ja, das ist so die Grundlage unseres Rathauses. Mhm. Wir haben einen Teil Verkauf und einmal einen Teil Reparatur, wo man dann auch sehen kann, teilweise auch vom Eingang aus, wo die Reparaturen stattfinden können. Ja. Und reparieren Sie auch Elektrofahrräder? Ja, wir reparieren Elektrofahrräder. Grundsätzlich ist es so, dass Sie auch einfach damit vorbeikommen können. Ja. Und haben Sie schon heute schon viel dafür interessiert? Für Ihr Rathaus? Wir hatten jetzt schon einige, die nachgefragt haben, was wir sind und vor allem auch in welchen Bereichen wir tätig sind. Ja, fürs Wetter her ist es sehr passend derzeit. Bei Worms blüht auf, darf natürlich auch nicht die Fischer weht und der Fischer weht der Bäuermeister, der Markus Trapp fehlen. Was gibt's denn bei euch Leckeres? Also viel Freude gibt es bei uns auf jeden Fall, weil endlich können wir auch mal wieder raus. Wir können uns zeigen, beziehungsweise die Leute sehen, das freut uns. Genau. Wir haben Fischbrötchen, unsere alte Tradition. Wir haben auch diesmal Sanderbier. Aber wir haben vorgestern schnell umgestellt und haben gesagt, wir machen Glühwein. Bei dem Wetter machen wir Glühwein. Geht auch gut. Ja. Die Leute sind ausgefroren. Das Wetter passt zwar, aber kalt ist es trotzdem. Ja, das stimmt. Der Wind ist rau, ne? Aber ja, heute die Sonne scheint. Ja. Und schon gut. Ja, wir sind zufrieden. Gegenüber gestern ist natürlich, natürlich eingeschneit gewesen, aber jetzt geht's los. Die Leute kommen raus und alle sind glücklich. Das sieht man natürlich. Dann natürlich gut Schluck und natürlich, um dass die Fischbrötchen gut. Ja, also die sind lecker und wir freuen uns. Wie gesagt, wir geben Gas und dann geht's sukzessive weiter. Spektakulum, Fischerweht, wir sind dabei wieder. Also, da geht's wieder los. Jawohl. Ne? Aller viel Spaß noch. Dankeschön, ahoi, bis die Tage. Ciao, ciao. Wir hängen immer so an 2 Dingern dran. Also bei mir ist das so. Sind Fleisch und Brot. Bin ich ein Apfelbaum? Bin ich ein Kirschbaum? Ja, ich bin ein Kirschbaum! Hau rein! Das ist sehr gut. Sehr gut. Wir sind hier am Stand vom Lions Club. Mir gegenüber steht der Herr Müller und der Herr Edelmann. Und was bieten Sie Schönes den Gästen an? Ja, wir veranstalten eine Tombola zugunsten bedürftiger Wormser Kinder. Wir haben verschiedene Programme, die Kindern in Notlagen helfen. Wir verkaufen Lose, um insgesamt 8.000 Euro an Gewinnen den Wormsern zu bieten. Es sind sehr erfolgreich, wir haben große Nachfrage und es macht einfach viel Freude bei diesem schönen Wetter. Und zusätzlich zu dem schönen Wetter haben wir natürlich schöne Getränke. Einmal ein Aperol Spritz, einmal ein Lion Sundowner haben wir es genannt. Und was ist da drin? Da ist jetzt so ein Grenadin, Grapefruit Grenadinsaft mit Sekt. Und hier ist der bekannte Aperol mit Sekt drin. Und dazu haben wir vom Weingut Mai von Osthofen noch einen Sekt und einen Sekko, den wir anbieten. Haben Sie auch schon ein ganz schönes. Genau, wir hoffen, dass das Wetter mitspielt. Momentan ist es so. Ja, und dann schmeckt es natürlich auch. Genau, und auch mit Ihrer Lose, weil man sieht ja, das fühlt sich, die Stadt. Genau. Durch das schöne Wetter, auch wenn es ein bisschen frisch ist, aber das ist ja egal, aber die Sonne scheint, es ist trocken. Und ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin, gerade beim Loseverkauf, dass Sie alle Lose verkaufen. Dankeschön. Je besser kommt es ja dann den anderen zugute. Genau. Vielen Dank. Und dass Sie viel Durst mitbringen, die Leute. Ja. Genau, das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss und Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Tschüss.
An meiner Seite steht die Tanja Bitsch vom Hausfrauenverein. Und man sieht natürlich, es gibt tolle, tolle Torten, Kuchen. Wie viele Bäckerinnen hattet ihr da? Oh, das sind unzählige Bäckerinnen. Von den Bäckerinnen, die sowieso Plätzchen backen jedes Jahr, haben bestimmt 15, 20 Frauen gebacken. Und von uns Fasnachterinnen auch, ich glaube, fast jede Aktive irgendwie. Also zusammen hatten wir jetzt ungefähr 65 Kuchen und Torten. Also insofern, da war schon eine große Anzahl an Bäckerinnen am Werk, aber ich sage. Und ist es heute jetzt auch an der ersten, wie jetzt bei Wormsplit auf, ist es die erste Veranstaltung, wo ihr teilnehmen könnt? Ja. Die ganze Zeit war ja jetzt aufgrund der aktuellen Situation nichts möglich. Ja. Und jetzt waren wir echt, also ich habe die Mädels gefragt, ob sie bereit sind, den Stand bei Wormsplit auf mitzubetreiben. Und das hat keine halbe Stunde gedauert und dann kam sofort ein Ja, wir sind alle sofort dabei. Super, dann kommt ja mal wieder Geld in die Kasse, ne? In die Vereinskasse. Genau, das ist einer der Gründe, weshalb wir das machen. Genau. Alles, was wir jetzt heute verdienen, fließt nächstes Jahr in die Kostüme. Genau, zum Beispiel. Ja, es wird ja immer für irgendwas gebraucht. Ne? Absolut. Der Verein hat ja immer viele Ausgaben auch. Ne? Genau. Und man, also wie man sieht, die Kuchen, die kommen und die Torten kommen zu Bahn. Sogar gestern bei dem schlechten Wetter, es war ja richtig kalt und nass und ekelhaft. Und gestern haben wir tatsächlich, also gestern Morgen, ganz viel zu tun gehabt. Die Leute kamen vom Markt zurück und haben gesagt, oh, wir nehmen jetzt für den Kuchen heute Mittag noch ein bisschen was mit. Und also sogar gestern war was los. Ja, weil ihr aber bekannt seid, dass halt eure Kuchen und Torten aber auch super lecker schmecken. Das stimmt tatsächlich. Na? Also es waren ganz viele da, die gesagt haben, juhu, endlich wieder Wormsplit auf, endlich wieder Kuchen von den Hausfrauen. Wir haben uns schon drauf gefreut. Also, und Werbung haben wir natürlich auch so ein bisschen gemacht bei Social Media und wir alle in unseren WhatsApp-Gruppen und so weiter. Ja, und das gehört dazu. Man macht sich ja viel Arbeit. Und dann gehört auch Werbung dazu, dass auch, wie gesagt, einiges in die Kasse reinkommt. Genau, absolut. Ja, freuen wir uns auch tatsächlich. Also auch in die Interaktion wieder mit den Leuten zu kommen. Auch Schwätze zu halten. Ist, ne? Genau. Und so dürft ihr jetzt weitergehen. Wir haben nichts dagegen. Ja, genau. Also noch ganz viel Erfolg und viel Spaß. Das merkt man, vielen dass Dank. Ihr den habt. Ja, den haben wir auf jeden Fall. Ja, danke, gell? Dankeschön. Sie haben sich eben Kuchen gekauft. Was haben Sie sich Leckeres geholt? Ich habe mir eine Kirschtorte gekauft und ein Stückchen, eine Tasse Kaffee noch dazu. Oh, das ist aber... Natürlich, man gönnt sich ja sonst nichts. Genau, nicht. Dann wünsche ich Ihnen aber einen guten Appetit. Danke, danke. Sie sieht jedenfalls auch total lecker sieht aus. Sieht sehr gut aus. Ja, das ist so der Hausfrauenverein, haben wir, genau. Den müssen wir ja unterstützen. Ne? Ja. Da wir ja alle Hausfrauen sind, oder? Ach, Sie gehören auch zu dem Verein? Nein, no. Aber wir unterstützen die Hausfrauen. Und Sie auch, ne? Was haben Sie für ein Stück? Kirsch. Mit Kirsch. Mit Kirsch, ja. Ob es ist immer gut, ne? Das macht es gesund, oder? Genau. Und so wenig Kalorien. Und hat wenig Kalorien, genau. Was in der Tat ist, aber nicht. So ist es. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Danke. Gell? Danke ebenso. Frau Heilfurth, also Ihren Pavillon und Ihren Stand ist ja wirklich wunderschön, mit Recht nennen Sie Dankeschön. Sich Kunststückchen. Ja. Sie haben ja auch Ihren Laden in der Stephansgasse, aber hier natürlich jetzt bei Wormsplit auf, sind Sie auch im Freien, stellen Sie aus. Genau, habe ich alles mitgebracht, was Garten, was für den Garten passen könnte, Windrädchen, Windspiele und so weiter. Und das sind alles so Ihre Ideen und die stellen Sie auch her. Ja, die Windspiele jetzt nicht, die Eisensachen nicht, die sind, aber ich dekoriere es dann. Aber hier die Windspiele, die Sie hier sehen mit den Glassteinen und so weiter, da ist ganz viel alles selbst gemacht. Ja. Und waren Sie da irgendwie auf einer Kunstschule oder haben Sie sich das selbst beigebracht? Ach, das habe ich. Ich war immer schon ein kreativer Mensch, habe als Kind schon gebastelt immer. Und nein, ich habe einfach Interesse und eigne mir auch viel an. Ich habe auch mal getöpfert eine Zeit lang. Also ich habe einfach Spaß an der Kreativität. Ja, Sie haben tolle Ideen. Ich finde es auch so süß in der Tasche, dass Sie da die Blumen eingepflanzt haben. Genau. Das sieht so hübsch aus. Ist also, mal was anderes wie nur so ein einfacher Topf, ne? Ja, genau. Es ist wirklich wunderschön. Ja. Und das hier sieht doch aus wie eine Schnecke. Die ist selber gemacht, genau. Toll. Das ist ja wieder mit Draht und Draht ist ja meins. Ja. Mit Draht arbeite ich sehr gerne und ja, genau.
Ganz und die Schnecke toll. Ist auch wetterfest. Mhm. Die läuft nicht weg, weil nee. Den Stein ist zu schwer, den Leuten zu klauen. Genau. Und kann sie auch weg. Ruhig in den Garten setzen, weil sie geht auch nicht ans Gemüse. Nein, sie genau. Ist pflegeleicht, und sie ne? rostet nicht. Ja. Das ist aus Aluminium. Ja. Ich hoffe, Ihnen hat unser kleiner Rundgang gefallen. Bleiben Sie bei uns, es geht interessant weiter. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.